Was ist das, dachte Giovanni, Spott oder kindliche Einfalt? Ist nicht dieselbe heilige Rührung auf dem Gesicht der heiligen Elisabeth, die mit Freuden das Kind in ihrem Leibe hüpfen fühlt, und auf dem Gesicht der Isis, die über dem zerfleischten Leichnam des Gottes Osiris weint? Ist nicht dieselbe fromme Begeisterung auf dem Gesicht Alexander des VI., der seine Knie vor dem Grabe entsteigenden Heiland beugt, wie auf dem Gesicht der ägyptischen Priester, die den Gott der Sonne begrüßen, der von den Menschen erschlagen als Apis wieder auferstanden ist? Und dieser Gott, vor dem die Menschen aufs Angesicht fielen, dem sie Lobhymnen sangen, Weihrauch auf den Altären verbrannten, dieser heraldische Stier der Borgia, das verklärte goldene Kalb, war kein anderer als der römische Hohenpriester selbst, der von den Dichtern in den Himmel erhoben wurde. Caesare magna fuit, nunc Roma est maxima. Sextus regnat Alexander, ille vir, ille Deus. Unter Caesar war Rom groß, jetzt ist es am größten. Alexander der VI. Regiert, jener ein Mensch, dieser ein Gott. Schrecklicher als all die Widersprüche erschien Giovanni diese sorglose Aussöhnung zwischen dem Gotte und dem Tiere. Während er die Gemälde betrachtete, lauschte er den Gesprächen der Edelleute und Prälaten, die die Säle erfüllten, um den Papst zu erwarten. »Woher kommt ihr, Beltrando?« fragte Kardinal Arborea, den Gesandten von Ferrara. »Aus dem Dome, Monsignore.« »Nun, wie steht's? Wie befindet sich seine Heiligkeit? Ist er nicht zu sehr ermüdet?« »Keineswegs. Er hat die Messe gesungen, wie man es sich nicht besser wünschen kann.